Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und unserer Kolonie, der geht's gut. Samantha und Umbra geht's sowieso gut. Denen geht's sogar gerade exzellent, würde ich sagen. Gefangene haben wir hier, die gute Puck. Das ist eigentlich keine wirkliche Gefangene, denn die ist ja hier in der Rettungskapsel direkt vor der Haustür abgestürzt. Die haben wir gefangen genommen, damit wir die hinterher halt auch garantiert übernehmen. Wir haben Briggs vom Sklavenhändler gekauft und auch direkt eine Waffe in die Hand gedrückt. Prima Sache. Hier wird, glaube ich, noch, genau, da wird noch ein Repetiergewehr hergestellt. Was gut ist, eigentlich brauchen wir nur noch eins. Das heißt, das, was hier läuft. Und hier ist auch noch der Kram für eine Weste. Wäre schön, wenn das auch mal fertig gemacht wird. Riesling hat das angefangen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ist zwar mitten in der Nacht, aber der soll das jetzt mal machen hier. Der hat relativ gute Stimmung, möchte, dass das fertig wird, denn der Briggs soll hier das Maschinengewehr loswerden oder die Maschinenpistole und lieber ein Repetiergewehr benutzen. Das ist für Jäger oder generell für einen Fernkampf einfach aus meiner Sicht besser. Es ist präziser, es hat eine höhere Reichweite und es klingt auch einfach besser. Ich mag dieses Rettetetetet nicht so gerne. Dann lieber ein schönes Piu. So, Repetiergewehr ist fertig. Sehr schön. Kann sich Briggs also direkt ausrüsten. Den wecken wir jetzt auch einfach auf. Gut. Guck, der hat auch direkt gegessen. Dann hatte der eh Hunger. Der wollte es auch so. Ihr seht ja, einige Ecken und Kanten sind inzwischen schon begradigt. Hier gibt es keine Rundungen mehr. Das macht einfach Sinn. Und wir werden sogar noch mehr tun jetzt. Und hier eine Doppelwand. Ach nee, da geht gar nicht. Ich wollte eine Doppelwand bauen. Ich könnte natürlich hier die Wand herrichten. Das könnten wir schon tun. Aber ganz ehrlich, das macht noch keinen Sinn. Ich würde eher die Außenwände lieber mit Stein ersetzen irgendwann. So, hier ist noch nie ein Angriff gelaufen. Das ist einfach nur, damit unsere Leute auch raus können. Hier werden die Angriffe vermutlich stattfinden und ich würde die Geschütze doch umstellen. Und zwar hierhin und hierhin. Die sind so nicht gegenseitig vom Explosionsradius betroffen. Hier können wir aber dann Leute reinstellen. So, eine Heizung ist ausgefallen, kein Problem, aber ich denke, so werde ich es lassen. Dann kann man da halt Leute reinstellen und die Geschütze, die werden komplett eingemauert oder eingebaut, damit die Leute da ein bisschen verzögert werden, wenn sie da angreifen wollen. So, lassen wir es jetzt. Psychische Beruhigung. Weibliche Kolonisten lächeln zufrieden. Warme Bekleidung benötigt. Wer ist nicht richtig gekleidet? Lafleur fehlt ein Staubmantel. Ich glaube, ist eh in Arbeit. Eine Hose ist in Arbeit. Hose, das macht. Wer macht das? Auch Riesling. Riesling ist so der Haupthandwerker hier. Den lassen wir jetzt direkt die Hose fertig schneidern. Und Briggs war doch Künstler, oder? Nee, wer war denn hier der Künstler nochmal? War das Lafleur? Coach? Samantha? Gora? Gora ein bisschen.
Ah, ich glaube, ich weiß wer. Hier. Die Gefangene. Die hat ein bisschen Kunst. Die soll dann hier mal sich um solche Werke kümmern. So. Händler exotischer Güter. Auf jeden Fall mal nachsehen, was angeboten wird. Also. Verkaufen könnten wir Penoxicillin, nein. Uranplastall behalten wir auch. Gold behalten wir auch. Okay. Nichts, also was können wir kaufen? Powerkralle, bionische Arm, Schmerzstopper, einfache Beinprothese, Leber. Das ist alles schön und gut, da will ich aber nichts von haben. Glitzerweltmedizin ebenfalls nicht. Ich möchte hier gar nichts haben. Uiuiui, Polarwolf. 2 Stück. Männlich und weiblich. Haha, das reizt mich natürlich schon. Ganz ehrlich. Vor allem 2 Weibchen. 1 Männchen. Kaufe ich. Die kriegen direkt Training. Und zwar natürlich auf Gehorsam und Leine lösen. Transport auch. Retten ebenfalls. Bei den Welpen könnten wir auch schon Leine lösen trainieren. Machen wir mal. Trainieren wir alles. Dann haben die Leute was zu tun. So, und unsere Tiere bleiben ebenfalls im Heimatgebiet. Jetzt brauchen wir mehr Fleisch. Jetzt brauchen wir immer Fleisch. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen jagen. Ich meine doch, dass ich hier irgendwo eine Herde gesehen habe. Jawohl, das ist sie doch. Die sind alle fällig. Aber sowas von. Ja, schau mal hier. Das erste Mal Muffalo-Wolle. Geerntet, beziehungsweise ist das erste Mal? Ja, das ist das erste Mal. Sehr schön. Ah, Alpaka, Dame und Männchen hatten gerade auch schon ein bisschen Spaß miteinander. Fehlt jetzt eigentlich noch ein zweites Muffalo halt. Ein weibliches. Wir können ja mal im Wildlife Tab gucken, ob Muffalo auf der Karte ist. Ist aber keins da. Von daher, hoppla. Können wir da im Moment nichts tun. So, haben die Geschütze jetzt alle Strom? Das muss ich eben prüfen. Ja, die sind alle angeschlossen. Die sind alle aus, das ist auch richtig so. Ich habe nur die Befürchtung, dass wenn ein Geschütz explodiert, dass wir dann plötzlich keinen Strom mehr haben. Darum werde ich hier nochmal eine zweite Leitung hinbauen. Einfach nur zur Sicherheit. Denn auf sowas soll es am Ende nicht ankommen. Schau mal, Fasan, nein, ein Truthahn direkt vor der Haustür wird gejagt. Waschbär können wir jagen. Sonst ist erstmal gut. Wildschwein und Hirsch, beides schon an Bord. Ja, ich würde sagen, wir müssen auch mal Kibbel herstellen. Haben wir eigentlich sogar als Auftrag drin, wird aber einfach nicht gemacht. Wird nicht gemacht. Ach, schau mal, hier ist übrigens der Auftrag fertig. Das Trockenlegen. Das wird ja sofort fertig, wenn wir die Pumpe neu platzieren. Wo könnten wir die denn jetzt nochmal platzieren? Eigentlich ja ganz gerne hier oben. So, wenn ich sie so platziere, muss man eben schauen. Das ist auch sumpfige Erde leider. Okay.
Ich platziere sie jetzt dort. Dann sind wir dieses Gebiet irgendwann mal los, das Sumpfige zumindest. Ein verrücktes Gebiet. Ach, ein verrücktes Gebiet, ein verrücktes Tier, ein Hase ist verrückt geworden und greift Lafleur an, um Gottes Willen. Lafleur, wie wär's dann mit Wehren? So. Also das war doch jetzt kein Ding, oder? Gott sei Dank keine Verletzung davon getragen, es wäre auch lächerlich gewesen. Apropos lächerlich, mir fällt da gerade was ein. Wir müssen dem Neuzugang noch sagen, dass der nur Kräutermedizin bekommt. Sonst ist sie irgendwann weg, die Medizin. Und das wollen wir ja nicht. So, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr Holz wieder einsammeln. Wir haben nur noch 7000. Ich weiß, das ist noch eine Menge. Aber ich will das ja gerne zum Handeln benutzen. Und bei Waldarbeit würde ich hier auch gerne nochmal auf 1 gehen. Und hier vielleicht auch. Und hier vielleicht auch. Sodass das immer schön schnell geht. Und jetzt gibt es den entsprechenden Auftrag. Holz hacken. Wir machen mal wieder dieses Gebiet hier platt. Da steht schon jede Menge rum. Hier nehmen wir eventuellen Gegnern Deckung. Sollten wir generell alles wegmachen hier. So, dann soll das doch erstmal reichen, denke ich. Oben können wir noch ein bisschen. Ja, wenn wir dann schon dabei sind, machen wir hier auch noch ein bisschen. Okay. Gut. Ich weigere mich, hier eine Tür zu bauen, denn Angreifer können natürlich auch von hier oben kommen. Und dann lasse ich die lieber hier oben rumkommen, weil wir können uns hier in den Häusern dann überall verstecken, als die hier unten durchlaufen zu haben. Weil dann, ja, ist irgendwie, ist eigentlich egal. Ich lasse es so, wie es ist. Okay. Hier, die Anwerbung hat auch noch nicht geklappt. Ich wundere mich. Könnte man ja eigentlich mal eben direkt in... Ach, da, ich wollte gerade sagen, Umbra macht das gerade schon. Dann können wir mal eben warten und gucken, wie groß die Chance ist. Dann hat man ja mal eine ganz grobe Ahnung, wie lange es noch dauern könnte. Bei 77% Anwerbeschwierigkeit wohl bemerkt. 7,4% Chance. Das ist nicht viel. In der Tat nicht viel. Die Generatoren sind in Betrieb. Die ersten Holzstämme liegen schon auf der Karte, bereit zum Einsammeln. Okay, alles gut. So, hier kommt mein Geothermiekraftwerk hin, ganz sicher sogar. Die Erde drumherum ist auch bebaubar, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir könnten hier den Plastahl abbauen. Zu tun hat eigentlich eh immer jemand, also ist es jetzt... Nicht so, dass wir das aus einer Laune heraus machen müssten. Wir haben nur noch wenig Stahl und hier liegt alles rum. Ich frage mich, warum es nicht reingetragen wird. Ich glaube, hier müssen wir mal... Ah, ich weiß warum. Das liegt daran, weil wir den Tieren gesagt haben, sie sollen sich nur in der Heimat aufhalten. Das werde ich mal ändern. Dann kann ich das hier abbrechen. Dann kommen die auch bald. Unsere Husky-Armee und nimmt das alles mit. Ja, der Auftrag war da, jetzt kommen die Leute und nehmen was mit, das ist okay. Aber bald werden es auch unsere Tiere machen, so wie es sein soll. Und wieso sind unsere Alpakas und Muffalos jetzt rausgegangen? Die sind doch auf den Stall beschränkt. Das hatte ich doch jetzt auch nicht geändert. Meister Samantha. Ach, die... Kein Meister. Die folgen sonst, glaube ich. Ja, das ist, weil ich Gehorsam trainiert habe. Da laufen die nämlich hinterher. Deswegen sind die gerade raus gewesen. Das wollen wir natürlich nicht.
Leine lösen ebenfalls nicht. Gehorsam ist okay, dann kann man sie mal gezielt irgendwo mit hin. Obwohl, das geht mit der Zonensteuerung auch. Müssen wir eigentlich gar nichts machen. So, psychische Beruhigung hat aufgehört. Unsere Damen wieder ohne Beruhigungsenergie unterwegs. Das war ein dreckiges Lachen, das weiß ich wohl. Warme Kleidung benötigt. Immer noch Lafleur, der hat doch jetzt aber, oder die hat doch jetzt schon mal ein Hemd an, das sehe ich doch. Was wahrscheinlich noch fehlt, ist, genau, natürlich, der Staubmantel. Der wird aber hergestellt als Riesling bei. Wird dann wohl auch nicht mehr ewig dauern. Forschung dauert recht lange. Wir haben aber auch ein großes Projekt, nämlich das elektrische Schmelzverfahren mit 5100 Punkten. Das ist aber fast fertig. Dann können wir das Krematorium... Nee, dann können wir das Krematorium erforschen. Das kommt nämlich hier. Und dann können wir endlich schlechte Kleidung verbrennen und auch Leichen verbrennen. Wir haben ja hier einen riesen Friedhof vor der Tür mit einigen belegten Gräbern. Gora besucht gerade ein Grab, und zwar Gabi. Tja, die gute Gabi. Pumpe hat sich weiter ausgebreitet, der Radius. Hier ist alles schon zur schönen normalen Erde geworden. Wunderbar. Gejagt wird auch. Das Problem mit den Tieren, die unserer Samantha folgen, ist, dass die nicht tragen. Das heißt, sobald die rausgeht auf Jagd, lauft ihr alle hinterher. Das ist eigentlich Blödsinn. Vor allem für die Welpen ist es Blödsinn. Die beiden Wölfe, okay. Oder ruhig die drei Wölfe. Die Huskies, die lassen wir mal schön drin. So, nur die drei Wölfe werden mitgenommen. Die können ihn noch nicht tragen. Gefängnisausbruch. Nein, ist doch nicht wahr. Wieso will die denn weg? Die hat's doch eigentlich ganz gut hier. Nahkämpfer. Wo ist denn unser Nahkämpfer? Riesling. So. Hat geklappt. Fangen. Riesling hat auch was auf die Nase bekommen. Zwei Prellungen. Harmlos. Das ist gefährlicher. Aber auch klar, mit einem langen Schwert. Da kann Umbra direkt die Behandlung machen, sonst ist sie gleich tot. 12 Stunden Zeit. Reicht locker. Ich glaube, Riesling geht nicht mal ins Lazarett. Doch jetzt. Jetzt schon. Und da kommt Umbra schon und macht die Behandlung. Hier ist ja alles. Also hier wurde gejagt, das sieht man. Das ganze Blut liegt hier. Okay, und hier liegt schon wieder Kleidung auf Vorrat. Das ist völlig gut und in Ordnung so. Es ist doch recht dreckig. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir hier mal die Reinigung so ein bisschen höher priorisieren. Ist jetzt nicht das Wichtigste, aber schadet halt auch nicht. Gucken wir mal. Ja, wir haben es eigentlich schon. Wir haben es schon gut priorisiert. Ich lasse es so, wie es ist. Da wird sich wohl schon jemand drum kümmern, wenn der Rest erledigt ist. Und das kann ja alles auch nicht ewig dauern. Okay. Gut, ich würde sagen, für heute genug Folge. Knapp 20 Minuten. Also Minimum, aber muss auch mal möglich sein. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.